In den Wochen rund ums Gäuberhundenvolksfest ist Tracht ein großes Thema in Straubing und Umgebung, manchmal sogar wortwörtlich. Und diese XXL-Lederhose, die ist heuer sogar beim Auszug dabei. Denn die kommt da drauf, auf einen Trachtenwagen, der heuer erstmals beim Auszug zum Gäuberhundenvolksfest mitfährt. Wir wollen zeigen, wie halt früher eine Schneiderin an der alten Maschine genäht hat. Vor dem Auszug am Freitag gab es am Donnerstag aber erstmal hier ganz viele Dirndl und auch Männer in Lederhosen zu sehen. Denn es galt, den Trachtenweltrekord zurück nach Niederbayern zu holen. Wir hatten ihn ja 2012 und muss echt sagen, Respekt vor der Stadt Speyer. Die haben uns im letzten Jahr diesen Rekord abgeluchst. Das ist eine wunderschöne Stadt, die ich auch selber kenne. Aber ich sage einfach keine Stadt für einen Dirndl- oder Trachtenweltrekord. Und deshalb holen wir uns den heute zurück. Und dabei wollten alle mithelfen. Ob groß, ob klein, in diesem Fall gerade mal 14 Wochen alt, ob in wirklich perfekter Tracht oder auch vielleicht nicht ganz regelkonform. Weil es nicht sein kann, dass der Rekord in Rheinland-Pfalz ist. Das gehört sich, dass man da dabei ist. Ich will was backen, einen Weltrekord. Kurz nach 8:30 war es dann auch soweit. Rekordrichterin Eva Noroy verkündete den offiziellen Endstand. Heute Abend in Tracht sind gekommen 2779 Menschen in Tracht, davon allein 2158 Frauen in Dirndl. Straubing hat damit nun also nicht nur den offiziellen Guinness World Record, sondern auch den inoffiziellen Dirndl-Weltrekord zurück nach Niederbayern geholt. Also den Weltrekord haben wir ja mal geschafft und zwar locker. Jetzt können wir uns ganz entspannt freuen auf 11 weitere Tage Ausnahmezustand in Straubing.